So, guten Morgen zusammen. Ihr wisst ja, neuer Tag, neuer Shop. Aber bevor wir in den Shop reingehen, kurze Infos, was die Custom Games betrifft. Ihr seht schon, wir haben gestern neu angefangen. Nämlich, wir haben jetzt einfach die Regeln ein bisschen geändert. Denn man bekommt immer so viele Punkte, wie Teilnehmer im Spiel sind. Und in der Tabelle seht ihr halt, wie es derzeit aussieht. Wir hatten halt gestern mit Felix zusammen den Sieg gehabt mit 21 Teilnehmern. Also gestern war ein bisschen was los, würde ich sagen, in den Custom Games. Erstmal danke nochmal an alle, die da vorbeigeschaut haben und mitgemacht haben. Aber ich würde sagen, wir quatschen noch nicht so viel. Wir gehen direkt mal rein in den Shop, denn heute ist ein neuer Skin da, beziehungsweise ein neuer Stil, nämlich Schrottritterin Jules. Jules. Also ganz ehrlich, ist ein schöner Skin in meinen Augen. Aber, nix aber. Ist ein schöner Skin. Also ohne Quatsch, gefällt mir richtig gut. Eben auch schon mal nachgeguckt, viele meckern ja jetzt rum, das ist aber ein neuer Skin und es ist ein neuer Stil, kein neuer Skin. Aber wir dürfen nicht vergessen, es ist ein Battle Pass Skin und nicht jeder hat den Battle Pass. Deshalb, ich schätze mal, deshalb haben sie es besser so gelöst, dass jeder sich den Skin holen muss. Aber an sich wirklich ein schöner Skin. Auch mit dem passenden Rücken, also zwar, also auf jeden Fall gut. So, dann haben wir noch Flügelwerkzeug mit drin. Auch nice. Dann wieder das ganze Paket mit dem weiblichen Skin, männlichen Skin und die Pickaxe. Die Stile könnt ihr wieder wie gehabt mit den Aufgaben freischalten. Fragt mich nicht, wie die Aufgaben sind. Denn ihr seht, ich habe das Paket nicht. Ich kann da keine Informationen rausgeben. Aber wird nichts Schwieriges sein. Ich schätze mal, keine Ahnung. Irgendwelche Aufgaben lösen, nichts Kompliziertes. So, dann haben wir drin Fanatiker. Auch ein schöner, wilder Skin. Also wer ein bisschen teuflisch veranlagt ist, da ist euer Skin. Und dann haben wir noch Showdown. Auch da, böser, böser Skin. Aber nice. Der hat definitiv auch was. Dann die Hackmanni. Hört sich normal an. Dann der schnittige Vogel. Na gut, da sind wir wieder bei Geschmackssache, ne? Dann haben wir Passball. Die sind, ich weiß nicht, zur Zeit gefallen mir so viele Skins, das ist ja wirklich ganz seltsam. So, dann auch noch die männliche Variante dazu. Ja gut, mit Ben sieht es halt immer ein bisschen dulli aus, aber geht auf jeden Fall immer noch klar. Dann durchschlagender Erfolg. Hätten sie das Dings weggelassen und nur Gold und da, keine Ahnung, irgendwas reingraviert, wird die Pickaxe 10-mal öfters gekauft als hier mit dem Dappes da oben drauf. Und dann Home Run. So, das hatten wir schon. Dann die Liebestöterin ist auch wieder zurück. Auch ein schöner Skin. Ich mag ja irgendwie oh, den gibt es ja auch noch so. Ja, jetzt rattert er mich wieder ganz schnell durch. Also gibt es auch in zwei Stilen. Aber da gefällt mir doch die rot-schwarze Variante besser, beziehungsweise schwarz-rot. Dann das Emote immer noch drin. Ich habe es jetzt erst gesehen. Es soll ja mit Neymar sein. Ah ja. Dann die Holoscan-Lackierung ist wieder drin. Ganz ehrlich, früher haben wir sie, glaube ich, alle gefeiert. Inzwischen, naja, ist sie nicht mehr so toll. Dann gut schütteln ist wieder zurück nach langer, langer, langer Zeit. Dann abfeiern, war aber auch erst vor kurzem drin, vor einem Monat, glaube ich. Und das war es eigentlich schon an neuen Sachen. Ja, das Justin Jefferson-Paket ist immer noch drin. Dann nochmal natürlich danke an Moritz. Aber ich kann das Remote halt leider nicht abspielen. Höchstens copyright-mäßig, aber dann bin ich privat. So, dann was hat man noch drin? Dann ganze Rot-Blau-Geschichte. Auch da nochmal danke für den Skin. Ich sage ja, ihr beschenkt mich eigentlich jeden Tag aufs Neue. So, was haben wir noch drin? Zack, zack, zack. Blaue Team. Ja gut, das bleibt jetzt wieder ein paar Tage drin. Ich hoffe, es kommt so schnell wie möglich wieder raus. Dann die goldene Woche. Ein bisschen asiatisch angehaucht. Und natürlich hier unten die drei Pakete. Dann das neue Crew-Paket. Da werde ich auch noch ein Video machen müssen, anscheinend was Spotify betrifft. Denn da haben einige Probleme, aber das mache ich im separaten Video. Und in dem Sinne würde ich sagen, euch noch viel Spaß beim Leveln, denn in Rette die Welt selbst gibt es heute wieder keine V-Bucks. Ist natürlich ein bisschen belastend, aber auch das werden wir überleben. Und in dem Sinne, euch noch einen schönen Sonntag und haut rein.